Ja, Nina, man kann sagen, endlich. Und das sind auch viele, die das zu mir gesagt haben, im Umfeld von Präsident Zelensky, im Umfeld von Politikern, die so lange Druck gemacht haben, dass Olaf Scholz umgefallen ist und gesagt hat, okay, wir liefern jetzt zumindest ein bisschen. Denn den Ukrainern reicht das noch nicht. Sie sagen, das kann lange dauern. Sie brauchen auch Leopard, sie brauchen auch Marder. Warum ist das so? Die Fläche im Donbass ist ganz anders als in Kiew. Dort gibt es eine offene Schlacht. Dort gibt es keine Möglichkeiten für die ukrainische Armee, sich zu verstecken und dann wieder anzugreifen, sondern das ist diese offene, gefährliche Schlacht, die sie dort führen müssen. Aber mich hat heute etwas anderes aufgeregt, Nena, und zwar die Tatsache, wie in Deutschland diskutiert wird und wie auch in Europa diskutiert wird. Denn immer dann, wenn Politiker, wenn Experten dafür eintreten, dass Deutschland noch mehr Panzer liefern sollen, dann wird gesagt, naja, wir müssen ja auch die NATO-Staaten schützen. Das ist aus meiner Sicht ein lächerliches Argument, denn hier in der Ukraine, wo ich gerade stehe, hier passiert nichts anderes, als dass die NATO geschützt wird. Und zwar dadurch, dass Wladimir Putins Truppen zurückgedrängt werden. Dadurch, dass die ukrainische Armee gegen diese Armee kämpft. Und damit hat sie natürlich auch weniger Möglichkeiten, hier NATO-Staaten anzugreifen. Es sind Tausende, manche gehen davon aus, über 20.000 russische Soldaten. Tragischerweise muss man dazu sagen, hier in der Ukraine bereits gestorben. Und alles, was die Ukraine hier tut, ist am Ende die NATO zu verteidigen. Und ich glaube, das müssen endlich auch die Pazifisten in Deutschland verstehen und aufhören, davon zu reden, dass man hier der Ukraine nicht helfen soll. Frau Kemmer, können Sie das NATO-Argument der Waffengegner verstehen? Nein, das kann ich absolut nicht verstehen. Ich teile das, dass es wirklich so ist. Unser Frieden, unsere Freiheit wird momentan in der Ukraine verteidigt. Und es ist wirklich unsäglich, wie unser Bundeskanzler, die Verteidigungsministerin, die SPD hier jetzt wochenlang rumlaviert hat, dass wir überhaupt mal zu Potte kommen, auch Waffen zu liefern. Das war bei den Sanktionen nicht anders, Stichwort SWIFT, aber eben auch dann weitergehend bei der Frage, ob wir Waffen liefern und jetzt eben auch schwere Waffen. Und wir brauchen bei allem zu lange. Es kann nicht sein, dass wir innerhalb der NATO, innerhalb der EU immer die Letzten sind, die am Ende dann, weil es auch wahrscheinlich wegen internationalem Druck und dem Streit jetzt auch beim Thema schwere Waffenlieferungen innerhalb der Koalition gar nicht mehr anders geht, die SPD dann irgendwann mal einlenkt, sondern wir müssen da wirklich auch mal wieder vor die Welle kommen und das erwarte ich auch vor an einem Bundeskanzler. Er hat vor einigen Wochen eine große Ansprache im Deutschen Bundestag gehalten, aber in Taten muss man sagen, ist ihm leider echt wenig gefolgt bis jetzt. Ich will mal ein bisschen Wasser an den Wein gießen. Ich kann mich der Euphorie wegen der jetzt beschlossenen Lieferung von Gepard-Panzern nicht anschließen. Das ist ja altes Gerät, das die Bundeswehr gar nicht mehr hat. Und es wird viele Wochen dauern, bis die Panzer so hergerichtet sind, dass sie einsatzfähig werden. Dann müssen auch Leute dran geübt und trainiert werden. Das dauert endlos lang. Das ist also ein Gerät, das gar nicht aktuell gebraucht werden kann im Kampf um die Ostukraine. Und ich bin langsam so weit, dass ich den Satz, den Olaf Scholz mehrfach gesagt hat, der sich so merkwürdig anhört, selbst wenn ich nichts tue, ist das Führung, dass man diesen Satz ernst nehmen muss. Ich habe nämlich den Eindruck, dass es in westlichen Hauptstädten, in Berlin, zumal im Kanzleramt, ein Konzept geben könnte, das darauf hinausläuft, sich den Kopf zu zerbrechen, wie eine politische Lösung aussehen könnte am Ende, die keine Lösung auf dem Schlachtfeld ist. Und diese Lösung könnte so aussehen, dass die Ostukraine an Russland fällt, mit der Südukraine bis hin zur Krim, dass das Ergebnis ist, was man jetzt schon im Kopf mit sich trägt und dass man also auch bewusst zögerlich ist bei der Lieferung von Material, weil die Verhandlungen überhaupt erst in Gang kommen. Wir reden heute Abend bei Frau Bosson noch mal über die These. Die Verhandlungen zwischen Russland und Ukraine kommen überhaupt erst ernsthaft in Gang, wenn die Russen ein gewisses Ziel erreicht haben. Die These nimmst du aber jetzt nicht weg, Uli, die machen wir gleich. Nein, nein, nein. Wir bleiben noch mal ganz kurz bei dem NATO-Argument, was auch Frau Ronsheimer dargestellt hat. Und da komme ich natürlich auch zu. Naja, ich wollte, darf ich dem Paul mal zurufen, seid vorsichtiger, dabei, was diese deutschen Panzer angeht. Das ist keine große Leistung, die zuzusagen. Dann fragen wir doch jetzt erstmal Paul, bevor ich zu Ihnen komme. Paul, ist es denn keine große Leistung, diese Panzer zuzusagen?
Ja, Uli hat natürlich völlig recht. Also das ist das, was ich ja auch gerade berichtet habe, dass man Leopard, dass man Marder will. Aber in ihrer Verzweiflung sind die Ukrainer bei dem, was sie in den vergangenen Wochen und Monaten aus Deutschland gehört haben, ja erst einmal freudig gestimmt, dass Rolf Mützenich, selbst der spielt mittlerweile in der ukrainischen Innenpolitik eine Rolle, der SPD-Fraktionschef, überstimmt wurde, dass Olaf Scholz doch schon eine Art Kehrtwende hingelegt hat. Also das wird hier erst einmal ganz grundsätzlich positiv bewertet. Aber wenn wir über die Feinheiten sprechen, unser Kollege Julian Röpke hat dazu ja einige Dinge enthüllt, dass nicht genügend Munition da ist, dass es ewig dauern wird, dass diese Panzer kommen. Also das ist das große Problem. Und ich glaube, um diesem Argument der NATO, was ich dort genannt habe, das ist ja eine von vielen Ausreden gewesen. Also wenn ich mit deutschen Politikern, insbesondere von der SPD, gesprochen habe in den vergangenen Monaten, habe ich eigentlich jede Woche eine neue Ausrede gehört, warum bestimmte Dinge jetzt doch auf gar keinen Fall möglich sind. Und in der nächsten Woche gab es dann eine weitere Ausrede. Eine Sache, die muss man dennoch diskutieren. Es gibt eine aktuelle Umfrage bei RTL NTV, wo über 60%, ich glaube 65% der Deutschen den Kurs von Olaf Scholz unterstützen, zurückhaltend zu sein. Da scheint es dann doch einen Unterschied, ich nenne es mal, in der veröffentlichten und in der öffentlichen Meinung zu geben. Uli, bin gespannt, wie du das siehst. Die gemessene Meinung in Deutschland hat mich, was meine Meinung angeht, überhaupt nie interessiert oder nur am Rande interessiert. Ich sage das, was ich für richtig halte. Und du tust es ja auch, Paul. Ja, absolut, aber das ist ja interessant. Und was die Deutschen angeht und ihre Ängstlichkeit, da haben wir ja schon während der Corona-Krise entsprechende Erfahrungen gemacht. Da habe ich die Deutschen von einer völlig neuen Seite kennengelernt und das scheint sich fortzusetzen. Ich halte diese Entscheidung, jetzt diese merkwürdigen Panzer zu liefern, für ein taktisches Manöver, das auch dazu dient, diese jetzt regierende Koalition zu retten. Denn die ist näher am Zerbrechen, als man vielleicht öffentlich wahrnimmt. Diese Frage, wie die Ukraine unterstützt wird, kann die Frage sein, an der sich entscheidet, ob die Ampelkoalition eine Zukunft hat oder nicht. Jede politische Lage, heißt es, sucht sich die Koalition, die ihr angemessen ist. Und diese Lage jetzt hat nicht eine entsprechende Koalition in Berlin. Und Scholz muss sehr aufpassen, dass ihm die Grünen nicht rausbrechen und dann auch die FDP folgt. Also ich sehe eher innenpolitische Motive als außenpolitische, auf jeden Fall keinen ernsthaften Versuch, der Ukraine zu helfen. Frau Busson, können Sie denn etwas Positives an dem Kurs von Olaf Scholz erkennen? An dem Gesamtkurs, da halte ich mich jetzt mal zurück, aber zumindest an dem jetzigen Schritt, das ist ein Schritt in die richtige Richtung aus meiner Sicht. Es ist mehr, als wir noch vor ein paar Tagen gesehen haben. Es war wirklich dieses lange Zögern. Ich finde es tatsächlich ein bisschen peinlich, dass Deutschland immer von globaler Verantwortung spricht und dann in solchen Situationen sich relativ weit hinten einreiht, was die Unterstützung angeht, von der Ukraine in diesem Fall. Ich bin überrascht, dass Sie erst in der Corona-Krise die Ängstlichkeit der Deutschen kennengelernt haben. Diese erschreckenden Formen, ja. Mir scheint, dass es durchaus schon vorher zutage lag. Es ist ja auch was, also um an diesem Zögern auch was Gutes zu finden. Es gibt ja dieses Worst-Case-Szenario, dass es zu einer Eskalation kommt, dass es zu einem tatsächlich Bündnisfall kommen könnte. Das liegt nicht in der Hand der NATO, das liegt in der Hand von Wladimir Putin. Wenn er sagt, dass er sich jetzt auch von der NATO angegriffen fühlt, dann haben wir ein Problem, das wirklich noch viel, viel größer ist. Das heißt, also ich möchte jetzt nicht so diese German Angst schüren. Ich will nur sagen, natürlich gibt es die Überlegung. Und natürlich gibt es auch eine Gefahr der Eskalation, und die kann man nicht völlig vom Tisch schieben. Man muss sie nur in andere gleichermaßen wahrscheinliche Szenarien einreihen. Und da ist nicht das einzige Szenario, was das wahrscheinlich ist, sondern es gibt unterschiedliche. Und in den meisten Szenarien ist es einfach wichtig, dass andere Länder die Ukraine mit Waffen und eben mit schweren Waffen beliefern, damit die ukrainische Armee... Sag ihnen, sie sollen auflegen einmal und dann rufe ich jetzt an. Ich glaube, da war gerade was mit der Schalte von Herrn Ronsheim. Er hat keinen Ton mehr. Und jetzt haben wir gehört, wie er hier versucht hat, die Schalte wieder aufzubauen. Deswegen bedanke ich mich jetzt hier schon mal einmal bei Paul. Die Schalte ist gerade nicht mehr möglich, aber seine These debattieren wir noch zu Ende. Genau. Also damit einfach die ukrainische Armee nicht vorzeitig aufgerieben wird. Wir haben ja wirklich einen Kriegsverlauf, der sehr schwer einzuschätzen ist.
allein aufgrund der Tatsache, dass jemand hier den Angriffskrieg begonnen hat, von dem ich glaube, keiner so richtig sagen kann, was er in einer Woche tun wird, was er in 24 Stunden tun wird. Einmal, oder Sie, Herr Preller, ganz kurz in die Runde rein. Wann ist Ihnen denn, ich fand das so nett mit der German-Angst, wann ist Ihnen denn die German-Angst, um das Thema abzurunden, das erste Mal begegnet? Hier, also nicht nur bei dem Ukraine-Krieg, sondern natürlich auch schon vorher diese generelle, zögerliche, zurückhaltende Art. Auch natürlich, wenn man mal an den Afghanistan-Krieg nochmal zurückdenkt oder den Irak-Krieg. Es ist generell vielleicht bei den Deutschen weit verbreitet, hier eher zögerlich und vorsichtig zu sein. Aber ich will noch dazu sagen, Putin wird erst dann den Krieg beenden oder einen Waffenstillstand machen, wenn geschlossen der restliche Teil der Welt ihm gegenübertritt und mit allem, was zur Verfügung steht, sei es politisch oder eben mit militärischen Mitteln, entgegentritt. Und er in seiner Kalkulation sagt, das kann ich nicht mehr für mich wenden. Und dann wird er aufhören. Vorher kein Stück. Er wird immer mehr Ziele sich ausdenken, bevor er gestoppt wird.